Mehr Bäume. Mehr Bäume sind gut. Achso, das werden wir hoch machen, ne? Oder? Naja, damit sind wir gerade beschäftigt. Das erklärt einiges. Wir haben unser Stadtzentrum gerade hochgemacht. Ja, wir können ruhig am Meer arbeiten, das macht ja nichts. Dann kriegen wir nochmal 3 Rare Items. Cool. Mit cool meine ich, wir haben eigentlich absolut Scheiße gekriegt. Anyway. Wann ändert eigentlich der Shop hier unten nochmal sein ganzes Zeug? Das habe ich wieder vergessen. Ich glaube alle 2 Tage oder so. Also mit dir habe ich schon gesprochen. Mit wem habe ich jetzt nicht geredet? Na egal. Ich muss ja sowieso alle dann irgendwann mal hochmachen. Blub. Blub. City. Oh, Cave Ward. Nice. Logo. I need help with something. I'm writing a poem, but I can't come up with a good compliment. What do you think? What's another word for pretty? What's another word for pretty? Wonderful. Wonderful. It's a good word. Thanks for helping, bro. It's not easy writing poems, but I like a good challenge. Good. Gut, I guess. Ich wollte jetzt Freddy schreiben, aber weiß hätte sich gereimt. Mir fällt gerade ein, dass das Zeug alles im Aktionshaus eigentlich ziemlich teuer war. Naja. Was soll's. Wir könnten auch außerdem unsere Stadt verbessern, dass wir mehr Platz hätten. Wäre eine Option. Ja, heute ist Freitag, der hat noch nichts Neues. Die haben erst morgen was Neues. Aber gut, dadurch, dass sie morgen neues Zeug haben. Nee, lieber nicht. Wir brauchen das Geld. Sadly brauchen wir das Geld. Oh, jetzt ist ein bisschen einiges was los. Floating Continents. Solheim is one of many floating continents and its place teeming with life and magic. Within Solheim exist 3 large kingdoms. Alexandria, Diaboros and Orm. Peace and prosperity has been achieved across the entire continent, but things were not always this way. There's much to unravel this continent. Rich history. Book 22 ist da oben. Sonst haben wir eigentlich nichts weiter gekriegt. The Edge of Solheim. There are many edges of Solheim since it is a floating continent. But one edge is in particular a very special place. The Edge of Solheim is where the hero and the Dark Wizard did their final battle. Many tourists now visit this magic place to witness where the greatest battle of all time occurred. Also, it is fun to peer over the edge into the mysterious world below. Just don't fall off. Ui. Das ist eine Touristenattraktion vor allem. Das finde ich auch gut. Wir könnten einmal ausgeben, da können wir uns die versuchen zu besorgen. Die bringen wir jetzt dann auch noch Geld. Nice. Honeycomb! Wir müssen ja auch noch gegen die ganzen legendären Master fighten in Dings. So, erstmal gehen wir wieder in die Caves, gucken, ob wir
glaube, uns fehlt hat eine K-Fort gefehlt. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir die jetzt gekriegt haben. Können wir mal gerne gucken, ob hier die Abenteurer gespawnt sind. Aber sieht bis jetzt schlecht aus. Ich freue mich. Ich habe echt in der Höhle echt Pech, was Abenteurer angeht. Letztes Mal war es immer bei mir. Sonst war es immer bei mir der Wald, wo ich Probleme hatte. Aber dieses Mal ist es irgendwie die Höhle, wo ich nicht gerade wirklich Glück besitze. Schade eigentlich. Aber gut, ne, was will man machen, ne? Was waren eigentlich die Perks hierfür? Increased chance of finding fruit trees. Ah. Finding magic trees. Finding golden trees. Achso. Okay. Mal außenrum. Warum sind diese Fische hier? Damn. Das, die müssen ja noch Weed collecten. Ja. Aber vor allem Magic wird brauchen wir noch. Und ich glaube, Golden wird brauchen wir auch noch jede Menge. Gerade wenn wir hier die Sachen verbessern wollen, dann brauchen wir das definitiv. Ich glaube, ich habe mal mit ihnen geredet. Hey, Fischen ist fast 60. Au. Gut, a good night rest. Nice. Können wir schon mal was alles einsammeln hier? Ich habe noch keine Watering Can. Ja, das. Danke, Spiel, dass du mich wieder daran erinnerst. Ich arbeite schon dran. Genau, die wollte die Plant Research Dings. Habe ich jetzt genug dafür? Stimmt, fehlt mir. Ja, mir fehlt das Dings. Und eine Rose Lamp. Fehlt mir auch Planks. Planks, Planks. Mir fehlen Planks. Plank, Plank. So, Geld. Dalton. Komm mit. Ist die K-Fort nicht hier? Oh, Purpose Ledge ist hier, Sister. Da ist es. Ja, eins hat uns gefehlt. Okay. Und das. Und das. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir Korn verkaufen können. Ich möchte gern 3 Orikal kommen. Wow. Okay. Naja, können wir verkaufen, ja. Ja, sein Haus braucht noch eine Weile. Ob sie haben wir geredet. Da oben ist Sana. Die können wir noch reden. Das Korn ist ab. Sehr schön. Schon geredet? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, gut. Wir brauchen Magic Woods. Drüben brauchen wir wahrscheinlich Geld. Yep. Noch ein Bugspawn. Wenn wir noch nicht alle Bewohner haben, ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist einfach nur dafür da, dass wir ein bisschen vorankommen halt. Logischerweise. Ne, warte, wir brauchen Magic Wood 4 Stück. Perfect Wood. Sorry. Ups. So. Mit Liv habe ich glaube ich schon gesprochen. Port de Luca. Haben die denn? Was haben die denn? Arts and Crafts, Toybär, Moonlight Wallpaper, brauchen wir alles. Wir haben den Schaf. Ich sag mir, wir brauchen Geld. Sag ich ja. Oh, ich
würde gern dahin. Unlucky, wir brauchen nämlich den Gemfisch noch. Oh. Ich weiß bei dem nicht, warum ich nochmal zugestimmt habe, dass ich hier nochmal alles mache. Nur um für YouTube-Zwecken alles zu zeigen. Obwohl, ich habe auch noch nicht jedes Event gesehen. Von daher ist es auch mal ganz interessant. Aber trotzdem. Gerade die ganzen Bewohner hochzumachen, dauert schon eine Weile. Warte, wie weit ist eigentlich Dalton? Ah, Dalton nähert sich dem ersten Date. Okay. Last year, at the Tarot Master Tournament, I faced a tough opponent. It was a Gobby player. He had so many good strategies. Luckily, I managed to end the duel in a tie. I have never seen such skills before. I hope we do it again one day. Phoenix Card. Oh, ich glaube, die Weights brauche ich noch. Bitte gib mir das dort unten links. Warte, wir machen mal ganz kurz das hier fix, bevor ich jetzt das andere mache. Ist eigentlich alles scheiße. Hätte ich gar nicht spielen brauchen. Oh. Komm schon. Ich nehme auch das Geld, das ist kein Problem, aber trotzdem, ich hätte gerne die Gewichte. Ich glaube, das fehlt uns nämlich noch. Bruh, come on. Jawoll. Tschüss. Okay. Das hat ein bisschen gedauert. Was soll's? Können wir eigentlich so stoppen? Uns fehlt noch die Chimäre, fällt mir gerade ein, ne? Wir bräuchten auch noch Chimäre. Gerade 3 Stück davon. Hallo. Dankeschön. Jesus. Meine Güte, ey. Was habt ihr euch denn so komisch, alle? Das Cave. Ich glaube, wir bräuchten nochmal Orichalcum. Oh, das ist eine Tarotkarte. Eine ziemlich hässliche Tarotkarte. Hauptsache, ich finde es schön, dass wir die ganze Zeit River Knight finden, ne? Das möchte ich nochmal ganz kurz so anmerken. So, Chest, noch ein Chest, noch ein Tarot-Card. Magic Wood, ja, so nennt sich das, so nennt es auch die Frauen bei mir, ja. Nein, okay, Entschuldigung. Verzeihung. Kann nicht mal so viel Rückhalbung, wer hätte damit gerechnet? Holy shit, warum sind hier so viele Karten? Ich glaube, uns hat eins gefehlt, ne? Oh ne, wir hatten genug. Okay, never mind. Never mind then. Hoppla. Ich dachte, wir haben nicht genug. Ups. Ja, wir haben nicht genug von den anderen Holz, das stimmt. Oh Gott, hallo. Sein. Gab es hier einen Golden Tree? Ich bräuchte jetzt noch Golden Bäume. Ups. Also hier schon mal nicht, okay. Ja, wir könnten den Wald auch verbessern, ne? Da wird mehr Golden Bäume finden, aber das wäre ja zu einfach. Warum sind eigentlich so viele Insekten hier? What the fuck? Oh, die Biene ist glaube ich wieder da. Nice.
I heard there's a wonderful town called Little Wood. It would be lovely to visit one day, but I'm not sure monsters are welcome. Oh, natürlich. Vor allem du, friendly bee. Be friendly. Ich hab komische Schmerzen auf einmal. Ich weiß aber nicht, woher die kommen. So, Sunday. Ich hab vergessen, das da unten zu ernten, ne? Wunderbar. Können wir ganz kurz mit Ash abhängen und das hier wegmachen. So, das Gute daran ist jetzt, wir können jetzt jedes Mal auf das Level 60er Dings gehen. Ich hab vergessen, Dinge zu verkaufen. Ja, super. Was hätte denn gerne der Spellcrafter? Wo ist er denn überhaupt? Da hinten. Archon und Golden Frog, ja, ne. Wie war das für uns? Ich glaube, den Archon brauchen wir nicht. Ja, so viel dazu. Auch gut, wir haben es ja schon verkauft, ne? Das zählt ja dazu, ob wir es verkauft haben oder nicht. So, ich glaube, das brauchen wir noch. Noch weg. Ich wollte eigentlich das Korn verkaufen. Ich habe es auch vergessen. Nice. Ich möchte ganz kurz anmerken, ihr könnt den alten Typen heiraten, ne? Ich möchte dich nur mal ganz kurz erwähnen. Eigentlich rein theoretisch könnt ihr den alten Typen noch mal heiraten. What the fuck eigentlich? Das Spiel hat alles. So, warte ich ganz kurz, bis die Dings fertig sind. Ich habe hier irgendwie alles falsch gemacht. Oh, noch ein River Crystal. Haben wir jetzt eigentlich drei? Nein, uns fehlt einer. Nice. Dim, dim. Ja, ich will ja nicht gießen, ich will hier Dinge fällen. Fällen. Fangen, so. Fällen. Man kennt's. Hi, Dalton. Bitte schön, komm mit. Oh. Museum. Genau, wir haben nämlich wieder Blumen. Zack. Hui. Genau, und jetzt fehlt uns nur noch das Geschenk, dann haben wir alles hier. Okay, gut, 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 gut. Wir machen Fortschritte. Erstaunlicherweise. Erstaunlicherweise machen wir Fortschritte. Ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist. So, was brauchen wir hier? Perfect Planks. Brauchen wir Perfect Bricks. Wir brauchen auch noch normale Planks nochmal. Schon dabei sind, weil dann können wir nämlich Willows Dings fertig machen. Ich glaube, Magic wird jetzt auch noch mitnehmen können, ne? Hm. Ups, zu viel. Carrot kannst du gerne kriegen. Korn kannst du gerne kriegen, weil haben wir ja, besitzen wir. Wenn wir es nicht besitzen würden, wäre es wieder was anderes. So, heute ist Phase 2. Heute ist Einkauf Phase 2. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was Willow jetzt gerne noch hätte. Build Modes. Decorative. Schon mal ihr Pflanzen-Research-Set. Und ihre Lampe. I want a barrel next to my house. Blossoming tulips, dew palm, water palm, mighty ficus. Okay.
Okay, hier haben wir noch nichts Neues. Wahrscheinlich, glaube ich, alle zwei Tage tut sich das aktualisieren. Nehme ich jetzt einfach mal an. Port di Luca. Oh, da ist eine Golden Bell. Da ist der Schafplatz. Abstract Arts. Winterthrap Table. Herr damit, Herr damit. Weg damit. Putz hier rein. Gibt's ja was Interessantes. Den Golden Art Corn und das oben links. Oh Gott. Okay, da haben wir schon mal das. Die Ribbon brauchen wir noch und den goldenen Dings. Ich guck mal, gibt's hier noch was Interessantes? Nee, gut, okay. Dann können wir alles für hier benutzen. Weil ich werde hier wahrscheinlich noch eine Weile sitzen. Okay, never mind. Gut. Oh. Hey Logo, I need a help again with another word. The latest word you gave me was wonderful. Well, I need something that's actually wonderful. What do you think? Money, of course. When this poem is finished, it could be my best work. Doubt. Oh, so you got over level 16 in fishing. Here, take this expert fishing license. You can now sail to Darksea. Actually, müssen wir nicht mal dahin, weil der Fisch, den wir brauchen, ist hier. Nice. Ja, Super Poppy brauchen wir. Am besten viermal. Okay. Perfekt. Dann können wir das nämlich verkaufen. Nice. Okay. What the fuck? Die Onion nehmen wir noch mit. Great Library. Ich glaube, den haben wir noch nicht, den Käfer dort unten. Steel Beetle. Noch einer. So, wieder fast fertig mit dem Tag. Eieiei. Gehen jetzt noch in die Cave, gucken, ob da die Abenteurer sind. Wenn nicht, haben wir wieder ein Problem. Es fehlen wirklich nur noch die Abenteurer da hinten. Das ist echt problematisch. Was für eine Begrüßung, ey. Hier schon mal nichts. Okay, was haben wir hier? Könnt ihr mal aufhören, in mich zu spawnen? Nee. Unten ist eine Tarot-Monster-Karte. Grotto-Wallpaper. Cool. Rainbow Card. Ist es irgendwie ironisch, dass ich das in eine Höhle kriege? Ist das nicht irgendwie ironisch? Ja, wir gehen nach Hause. Okay, nur noch das Angeln und Angeln, Kochen und das Gras sammeln. Okay. Hey, Gathering 30, nice. Dann können wir das nächste noch an den nächsten Baum. Rare Item Merchant. Whee. Okay, du hast eine Wicked Fairy und eine Fairy. So, Wille hat ein Geschenk für uns. Hey Logo, I got your gift. This is one really reminds me of you. Kissing pla. Boggy Boggy. Pumpbugge, Schoggy. Golden Fleece. Nice. Das können wir abgeben. Was hättest du denn jetzt gerne? Rootbug und Elder Dragon Rasp.
ist sehr gut, dass wir die Woodbug schon besorgt haben. Silver Poppy können wir hier nämlich abgeben. Nice. Wir brauchen doch die Chimäre. Und Skyrock. Skyrock ist... Alter. Es wird nicht besser, ne? Es wird nur irgendwie noch schlimmer. Haben wir eigentlich schon mal die Elden Dragon Wasp bekommen? Also, die haben wir schon verkauft, okay. Die können wir jetzt verkaufen. Können schon mal zwei Papaya verkaufen, I guess. Und mehr davon. Gut, aber wir machen jetzt gleich erstmal Feierabend. Denn wir haben ja wieder in der Woche fertig. Ich glaube, die Eggplants hier oben müssten jetzt fertig sein. Ja, nicht nur die Eggplants. Gut, haben wir ja wieder einiges geschafft. Und ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Und nächstes Mal machen wir mit Woche 3 im Herbst weiter. Oh Gott, einiges zu tun. Und im Winter gibt es da noch mehr zu tun. Oh nee, ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen, schönen Tag noch. Bye-bye.